So, da legen wir jetzt einfach mal die VHS-Kassette ein und gucken, was passiert. Ich weiß es selbst nicht. Wir haben schon ewig nicht mehr gespeichert, aber wir heben uns unser. Wir haben nur ein. Wie viel? Wir haben drei Aufnahmebänder. Nee, Moment. Das machen wir an. Wir gehen jetzt mal speichern. Wir haben jetzt schon ewig nicht mehr gespeichert, Freunde. Wo ist denn hier der Speicherraum, der nächste? Hier im Nähzimmer. Gehen wir mal erstmal noch speichern. Wo bin ich denn jetzt? Okay, das ist doch nämlich auf meine Kappe. Besprechungsraum, vom Besprechungsraum in den Flur. Und dann gehen wir mal speichern und dann gehen wir die VHS-Kassette einlegen, weil wir haben jetzt schon lange gespielt. Wenn irgendein Mist passiert, wäre richtig nervig, wenn wir dann jetzt von alles wieder spielen müssten. Ich kam aus dem Besprechungsraum raus. Muss mich rechts drehen für hoch an den Korridor, bin ich. Nee, ich muss mich links drehen. Links, ich muss links. Irgendwann schnellen die runter. Die da wollen nie runterschnellen. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Ja, das kann einem manchmal richtig die Laune vermiesen. Gut, hier geht es jetzt um eine halbe Stunde. Ist aber im Stream natürlich immer nervig. Daheim macht man es dann. Aber für den Zuschauer ist es ja danach irgendwann langweilig, wenn er jetzt dieselben Rätsel schon wieder sieht. Das ist dann... Das versuche mal zu vermeiden. Was mache ich dann da für eine Kacke? Das versuche mal zu vermeiden. Deswegen speichere mal ab. Nach die Speicherfunktion ist gelegentlich cool, weil sie dann erzählt, was gerade so in dem letzten Spielabschnitt passiert ist. Ich weiß es nicht, ob das hier der Fall war. Warum? Ich spiele schon 4 Stunden 28. After going through that strange projection, I found myself in a place I'm sure I have been before. Das ist das, was wir jetzt vorhin erlebt hatten, bevor wir die Schlüssel Rätsel geknackt hatten. But it was different, as if it was the same place at another time. It gave me a feeling I didn't belong. I discovered something terrible. A young girl locked in a cell. Who could do such a horrible thing to a child? Das war ziemlich krass mit dem jungen Mädchen in der Zelle. Das war ziemlich krass. There is a robust lock holding the cell door. I don't think I'll be able to locate the key, so I should find another way to open it. Oh, danke schön. I have to get her out of there. Go, go, Power Ray. Das bleibt im Ohr, das bleibt im Ohr. Und immer wenn er das Lied jetzt in den Kopf kriegen, müssen wir wissen, ah, wir gucken mal, ob der Ghost Spectre online ist. Assoziation. Naja, aber auch coole Sache. Merci auch für die ganzen, die heute an mich gedacht haben beim Raiden, dem Beutel und Entertainment for You und Megax LP. Drei mal geradet gehen heute. Leute, ich fühle mich geehrt. Also entweder einer Mitleid oder ich mache was richtig. Ich hoffe, es ist das Zweite. Wenn es das Erste ist, ist es auch nicht schlimm. Funktioniert. Hatte kürzlich auch noch Speicher mit 4 Stunden. Oh nein! Oh nein! Wisst ihr, bei welchem Spiel, das muss ich auch noch erzählen, mir das passiert ist mit dem Speichern? Skyrim. Skyrim, Speicherfurt, weg. Nach 100 knappen 25 Spielstunden. Ich konnte nicht mehr retten, ich konnte nicht mehr zugreifen, es war weg. Meine Konsole kaputt und der Speicher war auch nicht mehr... Es hatte seine Gründe, ich konnte auf meinen Account nicht mehr zugreifen, weil die E-Mail damals nicht mehr existierte. War es schon gute 10 Jahre her. Ja, war mit der 360 sogar noch. Ja, und dann habe ich Skyrim einfach nie zu Ende gespielt. Schande über mich, ich habe es nie zu Ende gespielt. 130 Spielstunden für die Katz. Ich habe es nie zu Ende gespielt. So, jetzt machen wir mal das Band hier raus. Und dann legen wir mal dieses Band hier ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wieder auf uns wartet. Welche kranke Kacke das Spiel da vorbereitet hat für uns. Oh ja, das sieht schon gut aus. Ein Stückchen, dann geht's los. Thank you.
Hey, vielen Dank Entertainment for You. Erst raidet er und jetzt haut er noch zwei Abos raus. Sehr geil. Oh, 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 oh. Gerade der Abo-Alert mitten in der Cutscene. Es ist aber nichts passiert. Auf jeden Fall. Entertainment for You. Vielen Dank für die zwei Abos. Der Beutel hat's erwischt und der Kaspar hat's erwischt. Schön. Geil. Erst ein Raid, dann zwei Abos. Sprachlos. Danke dir, mein Freund. Dankeschön. So, wir sind wieder in der Kapelle, aber in der Vergangenheit jetzt. Ne? Das ist ja das Schiere. Man macht irgendwie in dem Spiel schon öfter mal Zeitsprünge. Und, kann es sein, dass wir jetzt die Batterie anhängen müssen? Dass sie dann in der Zukunft vielleicht aufgeladen ist? Oder der Aufzug funktioniert oder sonst was? Ah, das Jesuskreuz hängt auch noch da. Father, what happened to the statue of Christ? Did you fix it yourself? Oh, hello, child. Welcome to this humble house of our Lord. I'm the town priest. It's a pleasure to meet you. What is your name? Ah, stimmt, der Vater kennt uns ja noch gar nicht, weil wir sind ja in der Vergangenheit jetzt quasi. What is it? Did I say something wrong? No, no, not at all. I am Caroline, Caroline Walker. A beautiful name. Were you saying something about our Lord's statue? Oh, Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat cool Spaß gemacht heute. Schön mitgemacht bei den ganzen Rätseln. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis demnächst, mein Freund. The last time I was here, it was scattered around the floor, in pieces. God forbid it, my child. This statue has been here for over 100 years. We take great care of it. It has never been damaged. Es ist hier noch gar nichts passiert. It remains in here like that for many more years. Ist hier noch gar nichts passiert in der Zeit. Ich würde gerne wissen, welches Datum wir haben. Weil diese Jesus-Statue, die liegt ja eigentlich auf dem Boden. Oh, das ist doch ein geiles Thumbnail, gell? Mehr gucken wir noch. Also bis 12 Uhr mache ich auf jeden Fall. Und dann kommt es halt drauf an, wie lustig der Chat noch dabei ist. Wie lustig der Chat noch dabei hat. Ein bisschen können wir überziehen, aber ich will mal noch ein bisschen was für nächsten Sonntag aufheben, weil ich glaube nicht, dass wir es komplett heute durchkriege. So. Im Schrank! Hier wäre der Schrank, Fabi, genau. Hier war der Schrank und hier kann man die Batterie einhängen. Fabi, ayo. Er hat es sogar noch gewusst. So, jetzt wird die geladen. Und wenn wir jetzt wieder zurück switchen in unsere jetzige Zeit, müsste sie dann voll sein. Gucken wir mal, was wir hier so noch machen können. Ich glaube, das war es auch dann schon. Und dann können wir in der Bibliothek mit dem Aufzug nach oben fahren. Aber ich gehe trotzdem noch alle Räume ab. Alles klar, mein Guter. Vielen Dank für deinen Raid. Vielen herzlichen Dank für deine zwei Abos. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und wir hören voneinander. Bist du auch bestimmt auf der Retro-Börse, oder? Nee, muss arbeiten. Schade, schade. Es ist eiskalt. Ah, kann ich das Blut einfrieren? Da passiert nichts. Ich muss noch was einfrieren. Kann ich was einfrieren? Ich muss in der Vergangenheit noch bestimmt was einfrieren. Was sonst auch nochmal Stunden dauern würde. Wir gucken mal, was wir noch finden. Oh, das ist schade. Es tut mir leid, mein Guter.
Dann hoffe ich, dass die Woche gut rumkriegt, ohne zu viel Stress. 14. Dezember haben wir. 94. Also wenn wir was aufräumen müssen, was zum Einfrieren haben, dann müssen wir auf jeden Fall wieder hier zurückkommen. Das können wir uns ja auch gerne merken. Da war eine Flasche Jackie, ja, die frieren wir aber nicht in. Die ziehen wir jetzt direkt mal ab. Aber bitte nur, wenn wir Cola und Eiswürfel finden. Weil ich bin doch penibel drin. Wenn Jackie, dann mit Cola und mindestens zwei, am liebsten drei Eiswürfelchen rein. Grüß mal Daniel und Tobi, wenn du siehst. Mach ich auf jeden Fall. So, ansonsten ist hier nichts mehr in der Kapelle, ne? Hier war alles zu. Hier können wir was einfrieren. Auf jeden Fall müssen wir das Band uns merken, wenn wir was einfrieren müssen. Wir gehen jetzt erstmal die Batterie holen, würde ich sagen. Ein paar Mal in der Bibliothek in dem Aufzug hoch und dann gucken wir weiter. Bevor wir uns jetzt zu lange in dieser Zeitschleife hier befinden. Wupp, da sind wir nochmal. Jetzt gehen wir die Batterie holen. Die war in der Kapelle. Wir sind hier. Ich muss... Ah, ich kann hier direkt raus. Feuer frei, Alter! Das ist ein geiles Spiel! Ja, das hatte ich vorhin. Ah, aber das Blut konnte ich nicht reinlegen. Nicht schockig. Ich hab's versucht und hat aber gesagt, es ging nicht. Ich hoffe, es war nicht einfach nur kurz ein Fehler vom Game selbst, aber es ging nicht. Das hatte ich mir nämlich auch direkt gedacht. Ja, das wäre eigentlich schlau, dieses Blutkonserve kalt zu legen. Aber es ging nicht. Wir mussten jetzt in die Kapelle. Dann gehen wir die Batterie holen, dann gehen wir zurück zur Bibliothek. Aber solange wir hier noch was zu tun haben, ist ja immer schön. Dann lassen wir uns von dem Spiel führen. Sehe ich, jetzt liegt die Jesus-Statue hier zerbrochen auf dem Boden. Ah, die Blut. War ich hier schon drin? Ah, hier ist das Lager, der Schrank. Ich habe auf jeden Fall gerade wieder was. Ich höre was. Da gehe ich nicht drin. Da müssen wir nicht mehr rennen. Ich hoffe, da müssen wir nicht mehr rennen. Eine alte Autobatterie. Yes, Mann, die ist voll. Mimimi, ich musste da ja nicht drin. Da war ich ja schon drin. Nee, ist kein Fehler. Gut. Momentan jagt so ein Rätsel das nächste. Ist irgendwie geil. Aber jetzt haben wir das Haus auch bald schon abgeschlossen, ne? Wir waren jetzt hier schon über, oder? Ne, es gibt noch ein, zwei Räumchen, da waren wir noch nicht drin. Mit, heulne mit. Mit, heulne mit. Heulne mit, Mann! Feuer frei, Alter! Das ist ein geiles Spiel! So, ich komme von hier und muss in die Bibliothek. Das heißt, ich muss mich rechts rumdrehen im Besprechungsraum. So, hier lang. Hier rum. Du bitte steh nicht auf. Irgendwann wird's passieren, aber bitte noch nicht jetzt. Okay. Ich höre. Ich hab dicke Monster gehört. Was sie macht? Warum kann sie nicht... Stars.
Oh, Sorg, Mann, mach mich fertig. Grüß dich, mein Guter. Oh. Da kam der Allard im richtigen Moment wieder angeflogen, ey. Vielen Dank für dein Follow, Sorg. Hast du doch mal auf Twitch geschafft. Ich hab doch hier eine Kreatur gehört. Okay, komm's. So, war nicht da. Ich mach die Batterie rein. Es gibt keinen Weg zurück jetzt. Und hoch damit. Es ist immer so schlimm bei den alten Spielen, weil man nicht so um die Ecke gucken kann. Oh ne, hier wird's dunkel. Ich brauche das Feuerzeug, sonst schnappt uns die Dunkelheit. Wäre ich am PC, wäre es geklippt. Ah! Oh Gott! Stunden später hat er erst gesehen. Ah ja! Direkt mit der Schrotflinte umgenietet. Renn! Renn doch, du Arsch! Er rennt, er rennt! Renn! Renn doch, du Aff! Monstrum war ein übles Spiel. Das hat mich auch komplett fertig gemacht. So. Ah! Ach komm schon, echt, aus der Distanz. Ja, noch 15 Schuss. Die gönne ich mir. Plötzlich um die Ecke, wenn da, das ist dieses alte Resident Evil Feeling, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja hier noch so eng. Monstrum Neuversuch, oh ich weiß nicht. Muss ich mich erstmal nochmal eine Zeit lang entspannen. Es war ein geiles Spiel, aber es hat mich dann zum Schluss doch abgefuckt. Als dieser eine Bug war, als der den Karren nicht raus... Ihr wisst es, ich will das halt jetzt nicht nochmal breit treten. Und es wird doch irgendwann langweilig. Wenn ich dann keinen Spaß mehr daran habe, ist es dann irgendwann auch langweilig. Und dann will ich das auch nicht mehr. Eine Metallscheibe mit Griff. Die Drehscheiben lassen sich einstellen. Okay. Nächstes Rätsel. Gucken wir mal. Metallscheibe mit Griff. Ich kann hier aber sonst nirgendwo mehr draufklicken. Dann gucken wir mal, was die Metallscheibe sagt. Sieht aus wie so ein Ofen. Passiert vorne was? Hier passiert gar nichts, ne? Das ist auch nochmal so ein Blindenschriftding. Die zwei sind identisch. Oben hier, das doch scheint mir oben zu sein. Und was soll ich damit machen? Vielleicht einen Kreis bilden, dass diese Verbindungen sich immer miteinander mitgehen. Kann ich auch gar nicht. Oder soll ich das erstmal noch lassen? Aber ich brauche das jetzt. Ist bestimmt wieder der blöde Kackschlüssel. Was soll das mit dem Schlüssel zu tun haben? Aber hier ist sonst kein Hinweis mehr. Ich gehe mal den Raum noch ab, indem ich wie behindert A drücke. Aber
Nachbar? Nein, 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 nein. Wo ist denn das Schloss dafür? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt rausfinden. Wir haben jetzt hier oben in der Bibliothek nur dieses... Das sieht aus wie so von einem Ofen, ne? Gibt es eine Küche? Also ich finde, das sieht aus wie von einem Ofen. Schlüsselscheibe. Ja, ich denke auch. Und vielleicht ist dann nach da des Rätsels Lösung. Bibliothek, Toilette, Schlafzimmer, Nähzimmer, Büro, Kinderzimmer. Gibt es hier irgendwo eine Küche? Links, glaube ich. Küche. In der Nähe vom Schrank. Wo der Kühlschrank war. Okay, ich glaube, wir sind doch noch nicht doch fertig. Und ja, Fabi, jetzt kann es passieren, dass ich ins Lager rennen muss, wo ich die Geräusche gehört habe. Jetzt kann ich dich nochmal freuen.